Können schreibe ich eben. Es gibt Dinge, die nur du verstehst. Okay. Da unten sind die Aufnahmen. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder. Upsala. Meine Reise nach Pandysien, Rückblick 1. Hatten wir doch schon. Ach, wieder umsonst irgendwas kaputt gemacht. Silberner Sextant. Gibt Geld. 150. Nehmen wir mit. So, die Tür mal zu. Hier mal alles zu. Hier mal alles durch. Vergessen. Ich wollte eine Treppe hochgehen. Ich weiß noch nicht mehr welche. Das war die da hinten. Da hinten wollte ich rein. Da hinten kam aber runter. So geht's auch. Lass mich mal hier durch jetzt. Pull the girl over the shocker and... And... Ja. Das funktioniert nicht. Nein, 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 nein. Aufhören. Das machen wir so. Das geht doch. So. Da müssen wir jetzt noch mal rein. In die gute Stube. Wieso schweben die? Knochenartefakt. Und keiner weiß, warum der Scheiß hier schwebt. Ach, hier sind wir reingekommen. Alles klar. Genau, hier wollte ich ja hoch. Genau, genau, genau. Hier wollte ich eigentlich nach oben. Gut, jetzt wissen wir das auch. So, die Viecher machen uns jetzt langsam sicher nichts mehr. Wir müssen jetzt nur noch tiefer gehen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Na, mach mal auf. Ja, ganz interessant aus da hinten. Irgendwie aber. Interessant, aber komisch.
Hier sind so viele Sachen drin. Wo man so langsam echt nicht mehr weiß, wo sind wir hier. Okay, hier unten waren wir noch gar nicht. Au! Ach, selbst dann dumm. Herr Lotz, was soll das denn? Ach du Scheiße. Was ist das? Okay, hier ist jemand am Üben gewesen. Na komm. So geht das. Echt eine Rune vergessen? Alter. Direkt hängt da einer. Ob's rein, denkst du nur so. Alles okay mit dir? Komm her. Okay, du bleibst hängen. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Wenn du unbedingt hängen bleiben willst, dann bleib hängen. Ja, ja, ich weiß, liebes Herz, dass wir nach unten gehen müssen. Unten und nach oben. Oben haben wir auch was vergessen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Da oben. Ach, das könnte aber auch draußen oben sein. Gar nicht so einfach im Moment. Komm, wir gehen die Treppen runter. Woran die Treppe eigentlich für runter? Hab's doch eben gesehen. Staub. So Staub. Egal, wir gehen runter. Aha. Schnauze! Das waren Hexen. Und wir haben Probleme am Hals.
Ist gut, ist gut. Gut. Das war jetzt nur eine Vermutung. Aber es funktioniert. Als Delilah von Dowd ermordet wurde, ging ihre Magie verloren und der Zirkel zerbrach. Ich begann ein neues Leben in Karnaca. Dann hörte ich ihr Flüstern aus dem Nichts, das mich zum Herzog führte, der es auch vernahm. Gemeinsam wollten wir Delilah zurückholen und veränderten das Reich von Aramis Dilton zu Hause aus. Vor 3 Jahren. Auf den Inseln spürten alle, die bei ihr und in Brickmore gewesen waren, die Rückkehr der Magie. Neue kamen hinzu. Neue Gesichter, neues Blut. Jetzt ist Delilah unsterblich. Für immer. Ihr gehört Dunwall und wir verderben den Orden des Orakels. Die Aufseher erhalten Rat von ihren prophetischen Schwestern. Und bald werden wir ihre Träume und Visionen beeinflussen. Alles klar. So, wir laufen hier jetzt mal leise rein. Weil, ob es hier noch was gibt, ist interessant zu wissen. Tue ich euch nichts? Ist alles in Ordnung. Na? Okay, doch nicht. Innen drin ist auch nichts mehr. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe die Kante getroffen. Oh Mann. Geh schlafen. Also. Ich habe gesagt, du sollst schlafen gehen. Einbruchsauftrag. Klippe außerhalb des Bürofensters benutzen, um über den Zaun zu kommen. Herunterfallen lassen, Keller durch den Lieferanteneingang betreten. Die Sonderausstellung im ersten Stock durch Sicherheitsraum betreten. Roseboro Prototyp nehmen. Nicht vergessen, den Alarm zu deaktivieren. Leicht verdientes Geld. Haben wir doch schon. Oh, hallo. Hab dich gar nicht gesehen. Komisches Krokodil. Wieso ist das gerade weg? Sind aber. What the? Einmal rundlaufen hier drin ist schon mal ganz geil. Von innen verschlossen? Moment. Da ist noch was drin.
Och. Das war unnötig. Nervöser Finger. Okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir die Tür aufkriegen. Ich will da rein. Und was ist da oben? Ist nix. Warum schickt mich das Spiel hierher? Warum schickt mich das Spiel hierher? Ach, das ist der Ausgang. Glaubst wohl, du bist leise. Ja, komm doch. Sofort raus. Ja, ja, ich bin hier. Auf geht's, kannst kommen. Wir schicken die Paraten vorbei. Was? Ha! Hey, du! Komm her! Nein, nein, haut ab! Ach, ich kann es wieder nicht lassen, ich weiß. Ich spiele liebend gern mit meinen Rattis. Ah, ja. Zerstörbare Tür. Theoretisch also mit einer Granate. Passt das? Passt. Geht doch. Die Reiserückblick 4. So, noch ein Knochenartefakt. Kabelwerkzeug haben wir genug jetzt. So, Herz in die Hand. Da oben. Da hinten. Selbst ohne Augen sehe ich so viel von der Welt. Das glaube ich dir. Es waren fast alle Dinge verborgen. Nichts zu finden. Quietsch, quietsch, quietsch. Seit wann quietschen meine Schuhe? So, wo ist denn das Ding jetzt? Da oben. Okay, hier ist es nicht. Ist die Höhe schon mal nicht schlecht? Aber war hier nicht auch noch ein Fenster? Oder ist das das Fenster? Ich glaube, das ist das Fenster. Egal.
Hier waren wir noch nicht. Alter Schwede. Langsam. Da waren wir schon drin, genau. Kann ich die Rattis eigentlich einsetzen gegen diese Viecher da? Ja, kann ich. Ist zwar unfair, aber wirksam. So, da haben wir noch zwei Schoßhündchen. Die gehen wir noch anders kaputt machen. Und da holen wir uns das Ding in die Hand. Wenn die nämlich jetzt kommen, haben wir sie ruckzuck entfernt. Und noch eine schöne Rune. Gebracht hat uns das eigentlich nichts. Gebracht hat uns das echt gar nichts. Außer irgendeine Ausstellung, die hier ist. Wir müssen noch zum Ladenbesitzer wieder zurück. Oh, guck mal hier, wie viele Leute da kommen. Wir gehen wieder andersrum zurück. Aber noch was? Da hinten ist noch eine Rune. Ewiger Konflikt. Mach. Gehen. Lust. Lust. Und ich, was würde ich darum geben, noch einmal deine Hand zu halten? So, zum Ladenbesitzer, dann wieder ganz zurückgehen. So.
What? Was? Verdammt! Hallo! Meine Augen! Jupp! Jeeha! Jetzt heißt es du und ich! Na komm! Schon weg? Hi. Ja, hilf mir, dann komm! Gefällt mir nicht! Ich seh mich mal um! Komm zurück! Habt ihr euch gegenseitig gekillt? Alter, seid ihr doof! Aua! Komm doch, komm doch. Einmal. Zweimal. Yeses. Dreimal. Oh, guck mal hier, wie viele Leute heute. Guck mal, was hier los ist. Ah, fuck it. Dann legt man es mal drauf an, schon geht's nicht mehr. Jetzt hier ist nicht euer Ernst. Was ist das für eine Kacke? Nee, oder? Okay. Also großartig finden wir ja hier jetzt sowieso nichts, außer noch eine Rune. Das Knochenartefakt, die Rune da oben. So, und dann sind wir durch. Komm her. So, hier war ja nichts mehr. So, was? Da die Rune, das Knochenartefakt da drüben. Warum hat das überhaupt die Rune da oben? Interessiert mich schon hier. Jo. So, wo war sie? Ach, da oben. Warte mal, geht das? So geht's nicht. Okay. Wo sind jetzt? Da. Haha, nochmal schnell ein Bild geklaut. Gar nicht gesehen. Achso. Das Schwert brauchen wir ja noch. Also, nochmal die Mäuschen hier einsetzen. Ob man an denen drumherum gehen kann? Probieren das mal aus. Ob die doch so doof sind. Okay, jetzt komme ich nicht mehr dran. Ach, deswegen konnte ich nichts essen. War nichts da. So, Rune. Rune haben wir. Bevor jetzt noch irgendwas sollen sollte, speichern wir den Scheiß. So, was haben wir noch? Die Rune da drüben. Knochenartefakt da unten, das brauchen wir nicht. Au! Egal, hat funktioniert.
Ja, hier. Alles klar. Das wird viel zu groß. Da komme ich nicht drüber, da falle ich hin. Aber hier oben ist doch irgendwo... Nö, geht nicht. Und da echt nicht hin. Schade. Was? Ach, ist gut. Du weißt doch, dass ich hier bin. Der rennt aber schnell gerade. Dann interessiert es mich doch, wie das da unten aussieht. Au. Und wo bitte mit dem Das ist schlecht. Nö. Du willst kämpfen? Nö. Ich hoffe, du hast dich von deinen Kindern hart. Tschüss. Ich sehe mich da drüben. Was? Wieso ist die Tür blockiert? Seit wann? Egal. Wir müssen eh rüber zum Ladenbesitzer. Nix. Alles gut. Hä? Ich wollte doch runter. Ach. Tür ist doch zu. Komm schon gar nicht weiter. Ich muss doch noch eins höher. Willkommen zurück. Bitte lassen Sie sich Zeit. Willkommen zurück. Ich sehe, Sie haben den Prototypen. Ihr Bekannter hat es nicht geschafft. Diese Arbeit ist ziemlich riskant. Aber kommen wir zur Sache. Die Bezahlung dürfte Sie bestimmt interessieren. Natürlich gibt es einen Finderlohn. Und wenn Sie möchten, zeichne ich basierend darauf einen Plan zum Verbessern Ihrer Werkzeuge. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit gibt es einen Ladenrabatt. Faires Angebot. Okay. Kommen Sie rein. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen. Wir brauchen. Sie werden mit Ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. Ausgezeichnete Wahl. Für Sie muss ich wohl nichts einpacken.
für Verbesserungen. Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Armbrustpräzision, die Ziel- und Treffergenauigkeit wird erhöht. Armbrustbolzer fliegen schneller und weiter. Und das hier war so ein blühender Bezirk. Schnelleres Nachladen. Das ist natürlich cool. Armbrustmunition, nicht zerbrochene Bolzen können vom getöteten Gegner und Wänden eingesammelt werden. Das haben wir doch schon. Ein Bolzen, der größere Schaden verursacht. Also auf alle Fälle Ziel- und Treffergenauigkeit. Weiß nicht, ob wir das überhaupt machen, weil... Bolzengeschwindigkeit interessiert mich. Ah, doch. So, jetzt haben wir noch 300 übrig. Ich glaube, wir nehmen dann noch den hier. Hm? Ein Bolzen, der größere Schaden verursacht. Was haben wir da oben? Brandbolzen. Stechende Bolzen. Auf dem Schwarzmarkt können nur stechende Bolzen gekauft werden. Auf dem Schwarzmarkt können nun Bolzen gekauft werden, die für kurze Zeit Gegner betäuben. Blenden. Heulbolzen. Ah ja. Betäubungsbolzen. Ein Bolzen, den der Gegner nach kurzer Zeit in den Schlaf versetzt. Haben wir schon. Unbekannte Verbesserung. Du musst den Blaupunkt finden. Komm, dann machen wir die auch noch. Dann haben wir die Armbrust ein bisschen besser ausgestattet. Haben zwar nur noch 139 einstecken. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Summa summarum. Ja, bitte. Summa summarum, hauen wir ab. Hallo, Frau Forster. Wollte nur sagen. Ich bin dann gleich da. Es ist geschafft. Ashworth ist kein Problem mehr. Gut. Aber Corvo, da gibt's noch was. Als ich noch in Dunwall lebte, habe ich Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Wenn man lang genug lebt, passiert das. Ja. Aber was ich getan habe, ist schlimmer. Ich habe Delilah und Ashworth gekannt. Ich habe ihren Scheiß geglaubt und bin auf die schiefe Bahn geraten. Vor allem dachte ich, dass Delilah tot ist. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber Sie sollten es wissen. Ich bereue vieles, Corvo. Durch Täuschung gewinnt man keine Verbündeten, Foster. Ist das Ihre Meinung, kaiserlicher Schutzherr? Sie müssen mir irgendwann Ihre Geheimnisse verraten.